Servus Leute, ich begrüße euch heute wieder zu einem neuen Video auf meinem Kanal und wie ihr seht, ich bin hyped, Freunde, ich bin fucking hyped, Alter. Und zwar, ihr konntet schon erkennen, Leute, ich werde heute wie Markus Rühl trainieren. Was steht am Programm? Brust, Rücken, Freunde. Wenn mich nicht alles täuscht, Leute, ich habe den Plan hier am Handy. Es stehen. Ich werde jetzt nochmal ganz kurz sagen, wie viele Brustübungen wir machen, wie viele Rückenübungen wir machen. Und zwar machen wir 3 Brustübungen, 3 Rückenübungen à la Markus Rühl. Ich kann euch jetzt schon mal eine Sache sagen. Es sind viele Sätze, viele Wiederholungen. Und ja, Leute, das wird mich umbringen. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Das heißt, wer mich verrecken sehen will, wer mich am Boden zerstört sehen will, dieses Video, bleibt gefälligst dran, Leute, und lasst mir jetzt schon mal ein Like dafür da, dass ich diesen Scheiß durchziehe, weil das ist von einer anderen Welt, Leute. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ich werde euch jetzt nochmal ganz kurz ein Zitat von Markus vorlesen, was ich mir auch rausgescreenshottet habe aus dem Internet, und zwar: Mein Ziel bei jedem Training ist es, die Muskulatur möglichst prall aufzupumpen. Anhand des Pumps und des Gefühls in der Muskulatur bestimme ich, wie ich an diesem Tag trainiere. Wenn sich die Muskulatur nicht ausreichend aufpumpt, nehme ich etwas leichtere Gewichte und konzentriere mich dafür mehr. Wenn das auch nicht klappt, nehme ich schwere Gewichte, um zu sehen, ob ich auf diese Weise den gewünschten Pump erreichen kann. Also Leute, erste Übung wird sein, Bankdrücken. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich auf der Bank. Ich werde mich jetzt erstmal schnell aufwärmen, Leute, damit wir uns ja nicht verletzen und einfach schön aufgewärmt reinstarten können. Das ist immer viel geiler als einfach kalt, Leute, eh klar. Und natürlich besser, weil wir uns eben nicht verletzen wollen. Das heißt, Leute, erster Step aufwärmen und wir sehen uns gleich auf der Bank wieder. Bis gleich. So, Leute, ich bin frisch aufgewärmt und freue mich schon auf die erste Übung. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich werde trotzdem nochmal sagen, wir starten mit Bankdrücken, Leute. 8 Sätze, 15 Wiederholungen. Ich habe zwar wenig Gewicht drauf, ich habe jetzt 50 Kilogramm drauf. Ich weiß, Leute, es werden jetzt viele von euch sagen, Digga, warum so wenig? Aber 8 Sätze, 15 Wiederholungen, Leute, das darf man nicht unterschätzen. Mit jedem Satz nimmt einfach die Qualität des Satzes ab, man wird schwächer und so weiter. Deswegen bin ich, glaube ich, mit 50 Kilo da recht gut dran. Wer weiß, vielleicht ist das sogar zu viel. Aber wir werden sehen, Leute, wir starten jetzt rein mit der ersten Übung. Lieber Markus, ich bedanke mich jetzt am Anfang des Trainings einmal für diesen geilen Plan und einmal dafür, dass ich dieses Training hoffentlich überstehen werde, beziehungsweise ich bedanke mich dafür, dass du mich mit diesem Training killst, Leute. Let's go! Okay, Leute, letzter Satz steht an. Ich kann nur eines sagen, ich hoffe, man sieht das. Pump, Digga, sitzt geisteskrank schon, kann ich nur sagen. Und es fühlt sich an, als würde meine Brust abreißen, Freunde. Also ich hab, Digga, das Blut strömt da rein, es ist anders krank auf jeden Fall. Okay, wir machen jetzt noch den letzten Satz fertig, Freunde. Und dann geht's weiter direkt schon mit der nächsten Übung. Wir wollen ja auch so stöhnen wie Markus, Leute. Junge! Scheiß die Wandern! Meine Brust, Alter. Oh, ich kann nicht mehr. Oh, Leute, ihr seht, es hat wieder was mit der Bank zu tun, die zweite Übung. Und zwar geht es jetzt ran ans Schrägbankdrücken. Im Plan steht 8 bis 12 Wiederholungen. Das heißt, Leute, ich würde sagen, wir peilen 12 Wiederholungen an. Ich bin gerade nur am Überlegen, wie viel Gewicht ich das jetzt mache. Ich glaube, ich werde das mit 24ern machen. Das soll schon gut knallen. Digga, 8x15. Wie viel ist 8x15? Ich habe jetzt schon 120 Wiederholungen für die Brust gemacht. Das heißt, Leute, 32er, never jetzt. Ich werde jetzt die 24er nehmen. Okay, wir starten mit der ersten, beziehungsweise mit dem ersten Satz. Let's go. Picture me winning, picture me holding a trophy, I win it. Knew it would be like this from the beginning. I did it myself, no, I ain't need a bringing, a flinging, a competition in a prison of bars. Put the whole game in submission. Pump läuft, Training läuft eigentlich bis jetzt, aber ich hätte auf jeden Fall mehr machen können, glaube ich, beim Bankdrücken, plus jetzt da bei dem Kurzhantel Schrägbankdrücken, hätte ich auf jeden Fall mehr Gewicht nehmen können. Aber ja, nichtsdestotrotz, Leute, ballern wir jetzt noch den letzten Satz mit den 26 Kilogramm Kurzhanteln zu Ende und dann geht es auch schon zur letzten Brustübung und ja, wir sehen uns gleich wieder. Letzte Brustübung steht an, Freunde, und zwar, wir brauchen wieder die Bank, und zwar
machen wir jetzt fliegende. Er macht das Ganze eigentlich am Kabelzug, glaube ich, steht im Plan. Aber ja, wir haben hier keinen Kabelzug, Leute. Deswegen greife ich auf die guten alten Kurzhantel zurück. Und wir melden uns, beziehungsweise ich melde mich wieder. Ich glaube, nach dem ersten oder zweiten Satz, dann kann ich euch ein kleines Feedback geben, wie es so läuft. Oh mein Gott, Leute, sag's euch, fertig mit dem ersten Teil des Workouts, und zwar dem Brustteil. Ich muss sagen, jetzt im Endeffekt kann ich sagen, ich muss mich ausbessern. Die Fleiß mit den Kurzhanteln haben schon jetzt im Endeffekt Bock gemacht, muss ich sagen. Jedoch finde ich sie schon auch geiler an einem Kabelzug oder an einer Maschine. Aber ja, was soll's, haben wir jetzt hier nicht zur Verfügung. Das heißt, Leute, falls ihr zu Hause auch Kurzhanteln habt und eine Bank, können die Übung auf jeden Fall machen, beziehungsweise ist auf jeden Fall eine geile Übung. Probiert die mal aus, falls ihr die Möglichkeit dazu habt. Aber ja, jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil. Davor gönne ich mir noch einen ordentlichen Schluck, Leute, eher Ass. Wenn ihr sogar über den Link unten in der Videobeschreibung bestellt, Leute, ich komme gleich. Und zwar, ja Leute, ihr hört richtig, habt ihr die Möglichkeit, einfach mal ein gratis Produkt zu bekommen. Einmal könnt ihr auswählen zwischen einem Booster oder Strong, Leute. Strong ist Kreatin drinnen und vieles weitere, was eure Kraft steigern wird. Oder Leute, ihr könnt Pink Essentials nehmen, ist so ein kleiner Vitamin-Drink, sage ich jetzt mal. Trinke ich auch täglich immer in der Früh, Leute, eine Portion. Plus Smacktastic, Leute, könnt ihr euch auch auswählen, falls ihr Bock habt. Probiert vielleicht eher Ass aus und gönnt euch einfach das gratis Produkt dazu. Geiler geht's noch nicht. Aber ja, Leute, genug gelabert. Wir beginnen jetzt mit der ersten Rücken. Und jetzt, let's go! Digga, fick die Hände, Alter! Wie kann man 3 Sätze, 20 bis 30 Wiederholungen breites Klimmzüge schaffen, Alter? Sein Rückenpump sitzt geisteskrank. Auf jeden Fall geht's jetzt weiter. Ich schau mal kurz. Handy kurz holen. Womit geht's denn weiter? Und zwar mit Langhantelrudern. Junge, der will mich umbringen. 6 Sätze. 10 bis 12 Wiederholungen. Also Leute, wir bauen jetzt erstmal die Langhantel auf. Ein paar Gewichte drauf. Und dann melde ich mich nochmal kurz. 75 Kilogramm, glaube ich, ist eine gute Zahl. Das heißt, Leute, wir packen jetzt nochmal ein bisschen was drauf, Digga. Rechnen kann ich nicht. Ich rechne jetzt lieber nicht vor euch alle. Ich will mich nicht blamieren, Leute. Okay, wir haben jetzt 60, 75, 75. Adios, amigos. Let's go! Bam, Leute. Wir sind durch mit dem Rudern. Als letzte Übung hat Markus am Plan, Leute. Warte, mein Handy schon wieder. Kurzhantelrudern, 4x10 bis 12. Und das ist jetzt die Übung, Leute, die ich in meinem Leben noch nie gemacht habe. Ich werde mir die 22er da snacken, habe ich schon hergelegt. Ich hoffe, ich blamier mich jetzt hier nicht, aber ich habe diese Übung, Real Talk, noch nie gemacht. Also ich habe überhaupt keine Ahnung, wie man da so steht. Aber ich glaube so. Ich hoffe, es sieht halbwegs richtig aus. 10. Alter, Digga, wie steht man da? So eine Übung, Leute, ich sag's euch ganz ehrlich, will ich in meinem Leben nicht machen. Dann scheiß. 1. Fuck it, Alter. Wie viele Sätze hat er da? 4, glaube ich. Also 3 Sätze noch, Leute. Ich hoffe, ich mache die Übung nicht so ganz so falsch, Freunde. Schreibt mir das bitte in die Kommentare. Ich werde jetzt mal kurz die Aufnahme anschauen, um zu checken, wie das aussieht. Also wir sehen uns gleich wieder. Okay, Leute, ich muss sagen, es hat nicht ganz so schlecht ausgesehen. Aber bessert mich bitte in den Kommentaren aus, falls ich da irgendwie fatal was schlecht mache. Aber Leute, ich werde die Übung trotzdem nie wieder machen, weil... Oder sagt niemals nie, Leute. Ich habe vorhin erst gesagt, man muss oftmals Übungen öfters machen, aber ich weiß nicht. Zu dieser Übung habe ich einfach eine aggressive Abneigung. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, 3 Sätze gibt es noch. Die ballern wir jetzt noch schön durch, bevor wir das Ende vom Training erreichen. Dann werde ich das Fazit zum ganzen Training ziehen. Also Leute, bleibt noch dran. Wir sehen uns gleich. Ich finish jetzt noch schnell mal das Training und dann hören wir uns, wie gesagt, gleich. So, meine Lieben, ich bin fertig, fix und fertig. Wie fand ich denn das Training von Markus Rühl? Rühl, wie hat es mir Spaß gemacht? Wie fand ich die Intensität, den Pump und so weiter? Also ich muss erstmal sagen, Pump fand ich wirklich geisteskrank. Dadurch, dass wir so viele Wiederholungen gemacht haben, dadurch, dass wir so viele Sätze gemacht haben, Leute, haben wir einfach einen Pump erzeugt, Digga. Das war von einer anderen Welt. Viele Übungen, die Markus dann im Plan gemacht hat, mache ich selbst.
Aber dann wieder die letzte Übung habe ich noch nie davor gemacht, und zwar das Kurzhantelrudern. Habe ich am Anfang ja, wie gesagt, auch nicht so geil gefunden, nach dem ersten Satz, glaube ich, war das. Aber dann nach dem dritten, vierten habe ich mir auch gedacht, okay, eigentlich hat die Übung schon was. Aber sonst kann ich jetzt abschließend sagen, war geil, Leute. Hat mich richtig gefreut, euch durch das Training mitnehmen zu können. Wenn ihr öfter solche Experimente sehen wollt, unbedingt in die Kommentare schreiben, bitte, wen ich als nächstes machen soll oder was ich als nächstes machen soll. Würde mich freuen, Leute. Ich würde mich natürlich auch über ein Like freuen. Abonniert mich, Leute, ist kostenlos. Glocke aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt, und nicht vergessen, über den Link unten in der Videobeschreibung bekommt ihr ein Produkt von 4, könnt ihr euch aussuchen, gratis. Das war's jetzt von mir. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Ich liebe euch. Peace out, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.